Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Eurotruck Simulator 2 mit den Kamas und wir stehen am Grenzübergang Russland-Finnland. Ja, die haben uns kontrolliert, ihr habt wahrscheinlich den Part schon gesehen. Das ist der zweite Part jetzt und wir fahren jetzt hier gemütlich los. Alles okay? Ja, ja. Gut. Und dann fahren wir mal. Ach, schön. Ein Fotochen machen hier. Hier ist ordentlich was los, sag ich euch. Ich denke, wir haben doch hier Sanktionen. Warum ist hier trotzdem so viel los? Es ist ja... So, alles klar. Wir haben noch 337 Kilometer auf der Uhr. Oh, zu schnell gefahren. Ui. Das gibt bestimmt ja die Finnen Ärger. Das sieht schon ein bisschen moderner aus hier, ne? Aber LKWs müssen hier lang fahren. Oh, da stehen sie. Okay. Gut. Juhu. Oh, wir haben gar nicht geguckt, ob da ein Auto kommt. Mann, 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 jetzt bin ich im goldenen Westen hier. Endlich gute Straßen. Da fühlt sich auch so ein russischer LKW wohl. Und ich habe 80 eingegeben, dass wir hier mit 80 schön gemütlich langfahren. Wie gesagt, ich habe ja diese Folge hier am 7.10., also am Samstag, nehme ich das auf. Ich habe sogar noch ein Schlückchen Kaffee von der ersten Folge. Habt ihr das gehört? Oh, 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 oh. Ui, ui, ui. Bisschen auf Vorsicht. Und wir gucken uns das einfach mal an. Wir sind natürlich wieder auf der Promods unterwegs. Fährt der Eisenbahn. So. Auch das erledigt. Fährt die da die Eisenbahn? Nee, steht da. Ach, herrlich. So. Er wird dann mal schauen, was ich denn noch für eine Touren aufnehme. Wie gesagt, ich muss ja für ein paar Tage wieder ein bisschen was aufnehmen, vorproduzieren. Manchmal ist das so, ne? Ah, schön. Ui. Ach, schön. Und dann sehen wir mal, was wir noch für Strecken hier auf der Promods absolvieren. Klar, es wird natürlich wieder, habe ich ja schon in der Sendung davor gesagt, dass wir auch öfters mal wieder nach Deutschland uns verkriechen. Weil da haben wir noch so viel abzufahren. Ich bin jetzt grobe bei 56% der Promods, die ich abgefahren habe. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Was ist hier schon wieder los? Was ist da schon wieder los? Wo kommen die denn alle her? Warum will denn der da nicht rumfahren?
Jetzt staut sich das hier auch noch. Ach, weil der da rum wollte. So. Normalerweise durften die jetzt vorfahren, aber da steht wahrscheinlich jemand und lässt uns gewähren. Das ist halt netter, ne? Wie spät haben wir es denn eigentlich jetzt hier? 17 Uhr noch was? Eieiei. Na gut, hier oben geht ja die Sonne nicht so schnell unter. Gefällt mir irgendwie der LKW, er hat irgendwas. So. Aha, eine neue Stadt haben wir besucht. Kemijärivki, was weiß ich. So, wir fahren aber weiter geradeaus durch. Wir werden... Oh, die Polizei ist aber auch sehr, sehr, Oh, hier ist eine kleine Seitengasse. Und hier gibt es auch noch irgendwas. Hier hinten. Gewerbegebiet, denke ich mal, ne? Oh! Fährt der einfach so auf die Straße? Wäre ich jetzt nicht ausgewichen? Mensch, was ist da mit den Leuten los hier? Ich fahre gerade mal 56. Ich könnte 80 fahren. Ich war vielleicht zu langsam. So. Oh. Also, wenn ich hier jetzt so schnell fahre, das mag er überhaupt nicht. Aber wir halten trotzdem durch. Also, wir haben noch 250 Kilometer, also wir müssen durchziehen. Das hilft nichts. Sonst kommen wir zu spät an. Ne, war Edeltraut? Also werden wir definitiv abends ankommen. Ah ja. Man merkt so richtig die Sonne, wie die uns hier... so versucht ein bisschen zu blenden. Das kann durchaus möglich sein, aber wir fahren ja danach halt sowieso nach unten. Dann steht die eigentlich hinter uns. Oder so ein bisschen auf der linken Seite müsste sie denn stehen. Ja, auf der rechten, da wo Edeltraut sitzt. Da wo die Hübsche sitzt. Da blendet sie dann. Aber jetzt haben wir sie noch vor uns, weil wir jetzt Richtung Westen fahren. Da vorne geht es auch schon runter. Genau. Ja, wir kommen gut voran. Da vorne könnte sich der jetzt noch ein bisschen stauen. So, Freunde, fahrt mal. Meine Güte, kommt der da angeballert. Mensch, fahre. Ach, schön. Für was war denn das eigentlich nochmal hier unten, das Teil? Das wusste ich auch mal, habe ich auch schon wieder vergessen. Also hier bin ich auch schon mal lang gefahren, also den Abschnitt hier.
War zwar noch nicht hier hinten bei Shell. Oh, warte mal. Tanken brauche ich noch nicht. Darf ich überhaupt so schnell fahren? Nee, 50. Jetzt darf ich 80 fahren. Mensch, Kinder, fahre, du hast doch Vorfahrt, du Ei. Jetzt fährt er, ey. Sind so hilfsbereit hier, wa? Die lassen immer die Leute vor. Hm? Wo gibt's denn sowas? So. Da war ja auch jetzt in Russland wieder so ein Unfall gewesen. Irgendwo weit weg. Und zwar ist ein Zug in einen Bus reingefahren. Vielleicht hat es der eine oder andere gehört. Also ich habe das am Freitag gehört. Heute ist bei mir Samstag, wo ich es aufnehme. Bei euch wird irgendwann mal ein Tag sein. Auf jeden Fall wollte der Busfahrer noch über den Bahnübergang fahren. Und das Problem war, der Bahnübergang also hat gezeigt, dass ein Zug ankommt. Ja, also, ja, dachte er sich, ich bin hier in Russland, bis da der Zug kommt, das dauert ewig, eine halbe Stunde, wie ich fahre einfach mal rüber. Das Problem war, dass der Bus so ein bisschen mal gesagt hat, nö, ich will heute aber nicht mehr hier auf dem Bahnübergang, lässt sich doch gut stehen. Und so versagte der Motor, oder irgendwas hat dann jedenfalls versagt, er hat es eben nicht geschafft. Ein paar Leute sind ausgestiegen, haben versucht, den Bus zu schieben und dann nahte der Zug an und ja, fuhr in den Bus. Etliche Tote, Schwerverletzte. Also ganz ehrlich, wenn das passieren sollte, dass irgendwo das Auto oder der Bus oder Transporter oder was auch immer nicht mehr fährt und gerade in so einer heiklen Situation immer aussteigen. Ah, habt ihr gesehen? Das ist ein Hunter. Geht ja bald im Winter. Kommt ja bald eine Wintermap. Das Gute ist bei The Hunter mit der Wintermap, wenn ihr trotzdem online spielen wollt, braucht nur einer dieses DLC. Und dann ist, können alle mitmachen. So wie mit diesem Quad. Aber nochmal zurückzukommen. In Russland muss ich ja sagen, ich weiß nicht, wie die Fahrschulen da sind, ob die manchmal per Handschlag einen Führerschein kriegen und nur ein paar Stunden machen. Jedenfalls fahren die doch sehr, sehr rabiat, ne? Also ich merke es selber hier auf der Autobahn, selbst unsere polnischen Nachbarn fahren manchmal wie die Axt im Walde. Ja, es ist völlig egal, dass da irgendwo, na, ein Schild steht mit 80. Die fahren da trotzdem deutlich zu schnell. Ich kann es ja nicht einschätzen, weil ich fahre dann, mache dann mal 83 oder mal 85 und die ballern da an einen vorbei. Und ja, manche Überholmanöver sind doch sehr, sehr kritisch. Und fahren ziemlich dicht auf. Hat schon mal einen Polen bei mir entschärft. Ah, da hat sich dann die Polizei drum gekümmert. Aber, ja. Ich weiß nicht, warum die. Aber es gibt so und so, ja. Es gibt auch viele Deutsche, die fahren wie die Achsenweide. Ich muss selber sagen, bin früher auch ein bisschen zügiger gefahren. Aber umso älter man wird, umso mehr setzt dann auch der Verstand ein und sagt einem, fahr mal lieber ein bisschen ruhiger. Dann steh lieber 5 Minuten früher auf. Weil so wichtig bin ich nicht, dass ich mit 200 die Autobahn lang ballern müsste, mich und noch viel schlimmer andere in Gefahr setzen oder aussetzen, das muss einfach nicht sein. Dann schön gemütlich fahren. Wir haben noch 113 Kilometer, mein Klaus wird langsam müde.
Und ich würde sagen, wir ziehen durch. Weil wir sind ein russischer LKW-Fahrer. Die ziehen einfach durch, Mann. Die geben sich dann einfach mal ein paar Backpfeifen. Nimm mal einen Schluck aus der Cola und dann ist alles super. Streicheln noch ein bisschen Edeltaut. Und dann läuft die Luzi. Aber wie gesagt, wenn ihr selber unterwegs seid, gegenseitige Rücksichtnahme. Manchmal lieber zurückschrecken und sagen, hier, fahr vorbei und dann... Weil viele werden dann auch sehr, sehr aggressiv, ja. Wenn sie denn unterwegs sind und pochen auf ihr Recht. So. Eieieiei, hier wird es langsam dunkel hier. Jo, bricht die Licht an jetzt? Oder habe ich noch Tagfahrlicht an? Ich habe noch Tagfahrlicht an. Ach, sieht das? Habe ich nicht gesagt, die Sonne ist dann hinter uns? Mach mal Licht an. Aber sieht man das auch richtig gut? Tagfahrlicht? Ja. Ich fahre sowieso. Obwohl mein Auto ja schon diese Tagfahrlichter drin hat. Aber nicht so eine... So eine LEDs, sondern unten in... Den Scheinwerfer drin, glaube ich, ja, genau. Aber fahr grundsätzlich mittlich. Eieiei. Heichi Daichi. Müde ist er. Mal gucken, was der Kaffee sagt. Ach, der Kaffee ist alle. Verdunstet. Ja, gerade auch im Sommer, ja. Viele denken dann so: Ach nee, Licht ist doch hell, brauche ich nicht. Aber wenn man so eine Allee lang fährt, wo die Sonne doch manchmal durchscheint, beim kommt von vorne oder fährt dann da lang, weil die scheiß Fliege hier es ist manchmal wirklich schlecht zu sehen, ob da jetzt ein Auto kommt. Gerade wenn man dann so ein Osterei vor einen hat, den man überholen möchte. Der Typ ist auch müde, so wie ich. Oh Mann, das passt ja. Wieder früh aufgestanden, ey. Aber schlafen ist jetzt nicht. Wir haben nur noch knappe 50 Kilometer und die werden wir natürlich jetzt ab solvieren. Oh, der macht ordentlich Banane. Und ihr könnt auch gerne immer mal ein paar Themen reinschreiben, die ich vielleicht auch mal so ansprechen könnte. Bei so einer Fahrt macht sich das natürlich immer super. Aber ich will jetzt nicht euch jedes Mal belehren, macht das, macht dies, ne? Das hört ihr wahrscheinlich von euren Eltern genug oder öfters. Oder als Elternteil sagt ihr das wahrscheinlich auch öfters. Euren Kindern. No. Ach, ist das herrlich. Ja, ja, ich werde langsam müde. Ich bin jetzt ein schlechtes Vorbild, weil wenn man müde ist, sollte man wirklich rechts ranfahren. Wenn man wirklich noch ein bisschen zu fahren hat. Mal ein paar Kniebeuge machen. Tief durchatmen. Ein Käffchen trinken. Wenn man wirklich nicht die Gelegenheit hat, dass man irgendwo schlafen gehen kann. Ich hatte das auch schon mal auf der Autobahn, da war ich wirklich sowas von müde. Und kurz vor Hannover dachte ich so, oh ey, mir fallen jetzt die Augen zu, ich musste dann anhalten. Es ging gar nicht, mir sind wirklich die Augen zugefallen. Weil ich dachte, der andere fährt. Am frühen Morgens, nee, du fährst und ich habe schön abends... Age of Empires 2 gezockt, damals. Jetzt würde ich es nicht mehr spielen, weil es für mich einfach
nicht mehr zeitgemäß ist von der Optik. Und ich finde auch dieser ganze Retro-Müll, ja, alle wollen jetzt das und das haben. C64 Mini und irgendwelche anderen alten Konsolen Mini. Ja, ganz ehrlich, ja, gebe ich kein Geld aus für irgendwelche Sachen, die ich dreimal spielen würde und dann liegt es in der Ecke. Klar kommen da manche Fantasien wieder hoch. Ach ja, früher, das war ja irgendwie cool, da sind wir groß geworden, aber... Nee, das will ich wirklich nicht haben. Würde ich auf jeden Fall kein Geld ausgeben dafür. Ja, fahre jetzt. Ich muss da vorne rum. Hier war ich doch auch schon mal. Warte mal, komme ich da hinten hoch lang? Oh, Schaden. Was ist denn jetzt los? War hier irgendwas? So, fahren wir hier lang. Und da haben wir ja die Tour super absolviert. Auch wenn wir müde sind. Ja, ja. Kurz vorm Ziel. Verstoß gegen die Müdigkeit. Warte mal. Ich hier falsch? Ach, warte mal, ich bin falsch gefahren. Bin ich ins falsche Loch reingefahren. Ah ja, wir alle sie geben hier. Ach, verdammt, Mensch. Ich dachte, das wird noch. Ach, Mann, ich bin noch ein Ei. Das war doch wieder klar, ne? Gute Arbeit, ein bisschen übermüdet, ein bisschen Geld gekriegt. Ja, 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 Schaden. Okay. Ich bin eine Legende. Okay, das ist schön. Das hört man gerne. Okay, meine Freunde. So, das soll es erstmal gewesen sein mit diesem wunderschönen LKW. Wir haben zwei Touren gemacht und ich denke mal, das reicht doch erstmal mit dem LKW. Und wir sind wieder bereit für was Neues. Und mit den Worten, mach ich einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.